So, pass mal auf, dann lass uns mal hier, wir machen da eine Tür rein. So, eine Tür, eine schöne, wunderschöne, das ist mal ein Fenster. Wir brauchen erstmal richtig dicke Fenster hier rein. Die Leute wollen ja auch sehen, ne? Wenn wollen ja auch den Flieger sehen. So. Hier auch mal, wenn ihr denn, ne? Soll ja schon schlecht werden, wenn ihr da rauskommt. Siehst du? Und hier drüben vielleicht auch nochmal ein Fenster hin. Ach, hier so und da auch nochmal ein bisschen. Ah, Fenster müssen hier rein. Das, ne? Licht in die Hütte, da muss Licht rein. So, das haben wir. Wir brauchen Objekte. Was haben wir denn schöne Sachen hier? Was war denn das noch? Objekte. Operation. Große Schiebetür. Hier kommt eine große Schiebetür rein. So. Und hier natürlich auch. Wupp. Weil die Leute müssen ja irgendwie rein und rauskommen, ne? Also durch die Wand drücken, das ist ein bisschen schlecht. So, das wird gemacht. Ich fürchte fast, unsere Rolltreppe ist überlastet. Oder ist da jetzt irgendwas schief gegangen? Nee, die klemmen alle fest. Das muss ich erstmal so ein bisschen aus. Also, ne, nacheinander. Die versuchen gerade alle auf mal da durchzulaufen. Also, es klappt aber natürlich nicht. Vielleicht müssen wir hier noch eine Warteschlange bauen. Nee, Quatsch. So, pass mal auf. Das haben wir fertig. Dann wollen wir hier noch einen Fußboden reinzimmern. Weil wegen hübsch, ne? So, mal Bauobjekte, Fußboden. Da. Wen hätten wir denn gerne? Einen hübschen blauen. Hier mal, ne? 36.000. Das ist natürlich. Was schreibst du denn, Patrick? Ich kann auf der anderen Seite. Man kann auf der anderen Seite. Ich zoome mal hier raus. Man kann hier draußen auch noch einen Flughafen mehr bauen. Das ist natürlich, das könnte man machen. Das wäre so diese wenn man später dieses Frachtflughafen-Dings, ne? Ne, das wäre Blödsinn. Das müsste man hier unten mit dran bauen. Also wenn dann, muss das ja mit genutzt werden, ne? Aber was dennoch fehlt, ist sozusagen eine Brücke. Dass man eine Brücke hier so, oder so ne? Dass man eine Brücke bauen könnte auf die andere Seite rüber. Das funktioniert leider nicht. Wir können nur bauen auf Fundament und nicht auf anders. Aber irgendwie was anderes. Das funktioniert irgendwie nicht. Na gut. So. Dann, was haben wir hier? 100. Nee, da. 453. Auch alles noch im Lot. Das kriegen wir locker hin. 250 Minuten. Ein zweites Gate steht auch auf der Rücken. Ein zweites Gate. Wie zweites Gate, Katral. Also, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gates. 8 Stück haben wir schon. Ist schon ein mittelschwerer Flughafen, ne? Also, hier ist auf jeden Fall wesentlich mehr los als auf dem Bär. Das ist sicher. Also, hier, ne, wie gesagt. Hier ist schon die Hölle los. So, hier ist unser blaues Gate. Und da brauchen wir natürlich ein bisschen Krams, ne? Wir brauchen ein bisschen Objekte. Und zwar Objekte kommt vor Operation. Operation. Das heißt jetzt Operation. War das nicht vorher? Wie hieß das vorher? Das hieß vorher anders. Ja, nicht klar, ist schon klar, Patrick, dass man da drüben dann alles neu bauen muss. Tickethalle und so weiter und so weiter. Aber ich meine, warte mal, das geht gar nicht. Du kannst nicht alles neu. Doch, das geht. Abfall könnten wir mehr machen. Nee, können wir nicht machen. Anreise hast du nur eine. Wir haben nur eine Anreise. Du kannst nicht eine zweite bauen. Das geht gar nicht. Dann laufen die Leute da automatisch rüber, ne? Oder wie? Dann rennen sie ja über die Straße. Viel zu gefährlich. Da müsste eigentlich eine Brücke hin, wie gesagt. So, pass mal auf, wir brauchen hier unten Objekte, Operation, und da brauchen wir hier ein Gate-Schalter. Wie viele haben wir eigentlich hier? Ich glaube drei, ne? Drei Stück haben wir da. Okay, pass mal auf, lass mal hier, sind die auch richtig rum? So ist richtig rum. Richtig? Richtig, gut. So, wir brauchen ein bisschen Luft, und zwar einen dahin, einen dorthin und einen da drüben hin.
Fang mal um Krach, die Jungs, mein Lieber. Könnt ihr nicht leise machen? So, genau, das ist fertig. Dann müssen die hier halt durchlaufen. Denn wir brauchen vielleicht eine Rolltreppe mehr hier vorne, ne? Oder? Wäre das doof. Eigentlich nicht, ne? Weil wenn der zwei gleichzeitig 500, also das sind 1000 Leute, die da rausrennen, die wollen dann alle den Fahrstuhl benutzen. Quatsch, die Rolltreppe. Naja gut, kriegen wir zu sehen. Müssen wir uns das einfach mal antun, sozusagen. So, das haben wir. Dann haben wir Zone, Objekte, Versorgung. Auch nicht. Planung. Nee, auch nicht. Doch, Planung war gut. Warteschlangen visualisieren? Ah, oha. Das ist jetzt ein bisschen problematische Arbeit. Da hat er echt zu tun. Nehmen wir das mal wieder raus. Da hat er wirklich gerade zu stressen hier. Warte mal, was hat mein CPU denn? Warte mal. Mein CPU sagt, er lacht gerade und sagt 22%. Okay, warum ruckelt das wie Hölle? ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt hier ruckelt. Das ruckelt wie Hölle gerade. Seht ihr selber? Alter Freund, der hat ja wirklich zu schleppen hier. Aber ich meine, der Rechner sagt hier alles schicko, ne? Ja, so. Gut. Der ist auf jeden Fall nicht im Stress. So, pass mal, jetzt haben wir hier Warteschlangen. Warteschlangen. So, die bauen wir nämlich hier hin. Und zwar. Na, so. Und ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie viele Leute in einen so einen Punkt passen. Das weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. So, wollen wir hier mal darüber. So, wollen wir hier noch einen mehr machen für unsere First Class und die, So. Das ist erste Klasse und, halt eben das Boarding-Team, ne? Oder hier, ja, ne? Pilot und die ganzen, ne? Jungs und Damen, die da so, ne? Extra mitarbeiten. Pass mal auf. Personal. Wir brauchen Personal. Und zwar, warum sagt er denn hier eigentlich, wir brauchen noch kein Personal? Doch, brauchen wir. Sicherheit, nee. Hausmeister, nee. Da brauchen wir noch 1, 2, 3. Brauchen wir. Jetzt weiß ich nicht, warum er das gesagt hat. Er braucht das nicht, aber hm. Immer gerade Warteschlangen, ne, das funktioniert mit dem Eckchen genauso gut, also relativ. Wenn die gerade sind, sind das viel zu lange. Und wenn du auf dem Flughafen guckst, dann sind die auch alle so ein bisschen nicht gerade. So, pass mal auf. Lass uns das mal hier verbinden, bevor wir hier alles zu spät haben. So, zuordnen zu. Und zwar, warte mal hier, pass mal auf, das ist, ne, erste Klasse. Hier, die Kreuzklasse kommt woanders hin. So, zuordnen dazu und zu... Ah, dahin. Wupp. So. Den haben wir. Der soll dahin. Zack. Und... da. Holzklasse. So. Und der genauso. Holzklasse und das hier. So. Haben wir das auch? Ja, dann schließt das mal. Brauchen wir jetzt nicht. So, pass mal. Wir haben auch noch irgendwo unser... Wo ist unser Sound-Dingens? Das haben wir da auch irgendwo hingebaut, ne? Elektro, da. Verbinden mit. Mit dem hier. Geht das noch? Ja, oh, das klappt noch. Super. Das ist unser Sound, ne? Der Sound muss ja auch stimmen. Damit die hören, was hier gerade los ist. So, das haben wir. Fehlt uns noch was. Wie sieht es da ausgestattet haben wir? Es fehlt natürlich jetzt noch, zuordnen zu. Die Gepäckdepot, da. Zack, dahin. Ist das jetzt zugeordnet? Ja, ich glaube, ich hoffe, ne? Ja, ich hoffe mal. So. Zugewiesen, alles klar. Wunderbar, das läuft. Und warte mal, wie ist das eigentlich mit Benzin? Ist gar nicht. Müssen wir auch nochmal fix machen. Versorgung, und zwar ein Röhrchen. Wir brauchen Röhrchen. Und zwar von da nach dort. Zack. Und hier auch nochmal. So.
Dann braucht er nicht ständig hier so viel durch die Gegend schleppen. Dann reicht das nämlich auch so, wie es gerade kommt. So, das haben wir. Das haben wir auch. Jetzt fehlt es natürlich, weil es fehlt dann so viel Kram hier, Objekte. Und zwar Komfort. Wir wollen auch irgendwo sitzen. Der blaue Bereich ist hier. So, machen wir das am besten. So. Mal so. Hey, so. Ich glaube, es ist verkehrt gebaut, ne? Ich glaube, ich habe es verkehrt gebaut. Naja, die werden sich schon amüsieren, glaube ich. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir nochmal sehen. Lass uns nochmal so eine Fluginformationstafel. Da hängen doch schon zwei. Da ist doch alles da. So ein kleines Ding stellen wir mal hier hin. Ihr dürft mal gucken, wie das aussieht, Freunde. Ne? Dürft ihr mal echt mal machen. Was haben wir denn noch hier? Außenlicht, Soundanlage. Ich weiß nicht, dürfen wir da noch was anbauen? PA-Anlage. Eine doppelte, ne? Zweiseitig. Machen wir Sound hier. So, mal sehen, wie das... Der Schalter hier, das ist ja die Hölle. Machen wir mal so. Wo stellen wir den denn hin? Ich meine, eigentlich steht er doof hier, ne? Ist ja nicht vollkommen Blödsinn. Da ist eine Soundanlage, da ist eine... Ja, unten müsste auch genug sein, das reicht so. So, wir brauchen noch ein bisschen Gemüse. Irgendwie Komfort, Dekoration. Und zwar sowas hier. Dekoration, Busch. So ein Krams. So. Siehst du wohl. Was haben wir denn noch hier? Dekorativer Baum. Ein Baum. Zäumen wir das hier so ein bisschen ein, ne? So. Was haben wir denn noch hier? Ach, den, da können wir hier auch noch ein bisschen Bäumchen machen. Und hier genauso. So. Mann, dafür sind wir verschwenderisch heute, ne? Was haben wir denn noch Schönes? Naja, Pflanzen, ich weiß nicht, ob die so schön sind, aber na gut. So, dahin und dorthin. So, ne? Das ist, glaube ich, doch gar nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, ne? Ja. Hier fehlt auch irgendwie was. Irgendwas fehlt hier noch. Da einen Springbrunnen hinbauen, ich glaube, das wäre voll blöde. Ein bisschen Werbung machen. Ein bisschen Werbung müssen wir auch machen. So, auch wenn sie sauer drauf sind. Da müssen wir halt durch. So, 1,9 Millionen haben wir in der Tasche. Das ist auch sehr schön. Jetzt können wir kurz mal schauen. Gestern. 1,3 Millionen. 1,3 Millionen haben wir eingenommen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht, obwohl wir gebaut haben. Ob wir hier Materialien. 912.000. Ne, warte mal. Materialien, wo war das hier? 72.000. Das ging ja alles noch, ne? Da waren wir doch richtig. Ja. Einzelhandel. Einnahmen 41.000. 32.500 netto. Das ist doch schon nicht schlecht, ne? Da kann man doch, ja, da, das ist ganz okay. Das, ja. Bleibt so. Wie viel Sprit haben wir noch? Wir haben 39% Ale. 1,12. Wir müssen was kaufen. Nützt alles nichts. Und zwar... ...800.000. Was haben wir jetzt denn drin, ne? 600... Oh, was kaufen wir? So. Jetzt wird sicherlich der Tankwagen gleich angerollt kommen wieder mal. Der ist so schnell. Das ist ja nicht zu fassen. Wie ist das hier? Müll. Da stehen die Hausmeister rum und kein Müll. Sehr gut. Dann müssen wir mal hier Flugzeuge raussortieren. So, mal Flug... Management. So, wir haben ja wie gesagt noch ein Gate mehr. Das Gate H1. Nicht? Horst 1. Wollen wir sehen, was der. Wir brauchen was XL-Technisches. So, Rexikana. Da haben wir nur die großen Kübel, ne? Prozent. Die sind sehr mit uns zufrieden. Sehr. Morgens dreimal.
Die kriegen wir aber nicht untergebracht. Ich glaube, da müssen wir schon sehen, dass wir... Super Allianz. Jetzt haben wir die... Ach, das sind die ganzen Airbus-Geschichten. Das ist Airbus und hier oben Rex und Kana, das waren die ganzen Boeing-Kisten, nicht? Welche nehmen wir denn? Boeing oder die Airbus? Ich glaube, wir bleiben bei Airbus, ne? Airbus ist eine gute Sache, die... Wenn, dann fallen sie langsam vom Himmel. Dann nehmen wir doch mal gleich zwei. Den nehmen wir doch und den nehmen wir doch. Und für nachmittags nehmen wir doch den und den. Und für abends nehmen wir den und den. So, die haben wir. Mach das mal weg. So, lass uns die mal jetzt verbauen hier. So, und zwar. Das ist doch jetzt so. Was? Was? Was war das jetzt? Ich wollte gerade sagen. So, so. Die andere Maschine, wo war die? Da. Die kommt hier nämlich dahin. So. Ding, ding. So. Bisschen verlängern. Das ist die für abends, die nachmittags. So, da. Hoffentlich kriegen wir das alles untergebracht hier. So. Da haben wir noch eine mehr. Bitteschön. So. Schön, dass das alles durcheinander ist hier. Die kommt gleich da vorne. So. Bisschen Luft lassen. Ich glaube, wir müssen mal gucken, wie viel Luft wir den geben müssen. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie lang das hier raus ist. Das ist kurz. So, die brauchen die Luft brauchen wir. Jetzt haben wir natürlich auch in der Mitte keine Luft, ne? Das hat ja bis jetzt auch mal geklappt. Gut, so, pass mal auf. Lass uns das mal anlauern. Das kommt ja jetzt morgen, ne? Also heute ist erstmal tote Hose. Heute ist also nichts los. Die werden ja morgen kommen. Bin mal gespannt, ob uns auch der Zoll, also hier unser Sicherheitsbereich da, kein Schnippchen macht. Ich hoffe mal schwer, dass das funktioniert. Gut, wie gesagt, wir müssen jetzt warten. 8 Uhr und für sich. Heute ist nichts, morgen ist hier Highlight von Konfetti. Also morgen geht's los. So, wir wollten ja noch kaufen. Wir wollten ja das hier kaufen und dann wollten wir das hier kaufen. Ich glaube, ist ja egal, ne, welches wir zuerst nehmen. Das kostet uns 1,8. 1,9 Millionen. Lassen wir ein bisschen sparen. So, hier haben wir wieder 380. Und wie viele Leutchen? Hallo Ron, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. So, also wie gesagt, da können wir auch noch eine Menge reinbauen. Ich weiß aber noch nicht genau was. Ich habe noch keine Ahnung, weil hier unser Café ist nicht so extrem besucht. Nö, das ist nicht so, dass das ist mehr so ein Durchgehlager. Hier hinsetzen will sich kein Mensch. Die essen lieber im Stehen. So, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt dieses schöne Tutorial. Das werde ich mir nochmal antun. Das muss ich mir echt nochmal antun. Auto. Es ist herrlich, wenn der Müll hier nicht so rumliegt, ne? Ist schon was Tolles. So. Du hast gesehen, die Maschine hatte gerade Seitenwind. Extrem Seitenwind. So. Die macht sie auch vom Hof. Ist gerade extrem leer hier, ne? Also irgendwie ist es extrem leer gerade. Aber die wechseln auf die Richtung, also kommt drauf an, wo der Wind herkommt, ne? Da, siehst du, steht auch da. Windrichtung. Wir landen gegen den Wind natürlich. Dass sie auch daran gedacht haben, ne? Das finde ich schon mal cool. Das finde ich schon mal nicht schlecht. 525! 525, das Ding ist ausgebucht. Dann bin ich mal gespannt, ob da jetzt alle reingehen.
Hervorheben, wo sind sie denn noch? Die kleben ja noch hier vorne fest. Mensch, die haben noch nicht mal ihr Ticket geholt. Nicht, da, nicht mal das. Ich drehe durch. Der Kübel steht schon bereit. Ja, jetzt machen wir, ne? Ran an die Buletten, Freunde. Zeit ist, wisst ihr Bescheid, ne? Zeit ist Geld. Na, das wird lustig. Das ist lustig, ob die alle hier reinkommen. Was ist denn hier los? Warum sitzen? Was machen die da? Nein, die sitzen da. Die sitzen tatsächlich da rum. Leute, es ist Boarding. Also hier, ne? Oder ist das erste Klasse Volk oder was? Economy. Das ist alles Economy. Das ist Holzklasse. Rein in den Kübel. Das, was da draußen vor dem Fenster steht, ist euer Flieger. Rein da. Die sitzen da noch gemütlich vor sich hin. Die haben Hunger. Das ist nicht zu fassen. Also wirklich, wahr, das gibt's ja gar nicht. Kriegen wir die jetzt alle hier rein? Ja, ach, locker. Da trödelt noch einer rum. Da. Ja, so, los. Rein, rein. Gebordet, siehst du, wunderbar. Auch noch richtig Zeit gut gehabt, sozusagen. So, mit dem Wind starten. Gegen den Wind, natürlich gegen den Wind, wie auch immer. Ach. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir wirklich voll hatten. Dass der wirklich mit 525 Leutchen da stand. So, was ist mit dem hier? Hervorheben, wo sind die letzten? Ah, siehst du, genau da, vor der Tür. Okay. Hier kommt nochmal so ein Hobel. 380. Bin mal gespannt. Hervorheben, da sind sie doch alle. Die kommen erst gerade nach rein. Ich dreh durch. So, die machen sie vom Acker. Wir sind da 359. Das finde ich schon cool gemacht, dass man sehen kann, wo die Leute laufen, wo die festkleppen. Der hat noch nicht mal sein Ticket gekauft, der Hans Wurst hier oben. Alter, du kriegst die Krätze. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist so typisch, ne? Das gibt es immer irgendwelche Leute, da muss man immer drauf warten. Die müssen nur mal eben so schnell nochmal, keine Ahnung, ne? Im Duty Free nochmal schnell was kaufen oder ich muss nochmal fix auf Klo oder. So, hat aber auch gut geklappt, sozusagen. Das funktioniert ja richtig gut. 1,4 Millionen. So, was machen wir jetzt gerade? Das ist nicht viel. Gestern hatten wir mehr, ne? 1,1. Okay, heute. Was haben wir denn? Pass mal auf. Flugstatus. Das ist auch interessant. 85 passiert. Ja gut, die müssen wir auch mitnehmen. Wir können die jetzt nicht mittendrin einfach hier löschen, von wegen das hier. Ne? Ihr dürft nicht mehr landen, ja? Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen nicht nur die großen Kübel, sondern auch die kleinen. Was ist hier los? Ankunft ist 18:15 Uhr. Ist am Gate. So, wann sollst du fliegen? 20:15 Uhr. Das ist Zeit. 47 Leute, die kriegst du ja locker. Also die kannst du da reintragen, sozusagen. Was haben wir noch? Das Große. Hier, 431. Im Landeanflug. Das würden wir sozusagen spüren, wenn der Ding landet. Da ist er. So, das Ding ist für morgen gedacht. Morgen ist es mir und geht's los. Haben wir denn genug Wagen hier? Was haben wir denn Fahrzeuge hier? Tankwagen, 1, 2. Gepäckwagen haben wir auch 2.
Das müsste aber mit zwei reichen. Wie haben wir denn jetzt hier? Tankwagen fährt hier wo sich hin? Das Dumme ist, ich sehe gar nicht, sind die nur drin oder nicht drin? Was mit dem hier? Fahrzeuge zuweisen, was haben wir denn hier? Gepäckwagen, 1, 2, 3. Ja, wir haben genug Gepäckwagen. Mehr brauchen wir nicht. Die werden auch locker mal überfahren von so einem Flugzeug. Überhaupt kein Problem. So, was haben wir hier? 431. 431. Hervorheben. Wo lungern hier rum? Sehr gut. Und Gepäck funktioniert auch. So, der holt Gepäck ab. 123 Stück einladen. So, wo bist du hin? Lass mal jetzt lauern. Das müsste gleich losgehen hier. Da kommst du mir jetzt. Da ist es. Das Gepäck. Die Frage ist, wo es hingeht. Irgendwo hier. Einen von den beiden. So, es kommt jetzt und. Wie? Dahin? Na, okay. Nee, da, siehst du, wusste ich doch. Hab ich doch gesagt. Hab ich mir ja gedacht. So, die sind wir auch los. 23 Uhr hast du nicht gesehen. Das müsste auch die letzte Maschine sein, ne? Dann sind wir durch. Siehst du, alle weg. Abflug 0 Uhr. Da haben wir wieder Gewinn gemacht. Wir machen jetzt die ganze Zeit nur Gewinn. Also das läuft richtig gut. Wir haben den Dreh raus. Aber ich fürchte, das nächste Update, das kommt bestimmt. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. So, 1,8 Millionen. 1,8 Millionen. Oh. Können wir was kaufen? Nicht ganz. Reicht noch nicht so. Das könnten wir kaufen. Ich würde aber lieber das hier haben. Ich will das gerne haben. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, wann kommen denn jetzt hier die großen Maschinen? Guck mal auf. Nächste Folge kommt. Planmäßig. Heute. Was haben wir? Was für ein Gate ist denn das noch? Was war das für ein Gate? Das war hier H1. Aha, H1. Wo ist H1? Absichtlich da. H1. 425. Uiuiui. 6.20 Uhr. 6 Uhr 26. G1, was haben wir hier für eine? 260, das geht ja noch, ne? 350, okay. 415, 425, 415, 428. Was haben wir hier noch? 406. 397, 388. 423, wir haben keinen 500er dazwischen. Nö, 399. Das ist das, was heute kommt. Gut, warten wir ab. Bin mal gespannt. So. Haben wir genug Benzin? Was haben wir gerade? 1,13. Wir müssen warten, bis das wieder fällt, ne? 1,13 ist zu teuer. Kaufen wir den billigen Kram. Verkaufen das ein teuer weiter. Ja, ja.